Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich werde dir heute zwei neue Lidschattenpaletten vorstellen aus der neuen Dance-Kollektion von BH Cosmetics. Insgesamt hat BH Cosmetics ganze drei Lidschatten rausgebracht, je 20 Euro und ein richtig spaciges Pinselset. Ich habe aber so viele Pinsel, da habe ich mir gedacht, spare ich mir doch besser mein Geld. Immerhin zahle ich tatsächlich das meiste an Produkten selber, die ich euch hier immer wieder vorstelle. Und ich zeige dir jetzt, für welche beiden Paletten ich mich entschieden habe. Also, Fakt war, die 90er-Palette musste safe bei mir einziehen, denn ich bin ein 90er-Kind. Und dann ist die 80er-Palette bei mir eingestiegen. Yes. Die heißen 80er, 90er Remix Dance Paletten. Und dann gibt es noch die 20er Palette. Die fand ich persönlich am, ja, ich sag jetzt mal am uninteressantesten. Ich blende dir auf jeden Fall die Farben hier ein. Die ganzen Paletten sind alle vegan, tierversuchsfrei und frei von allen Paraffinen und schlechten Inhaltsstoffen. Alle Paletten beinhalten insgesamt 15 Farben. Und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach zuerst die 80er-Palette hier aus. Yeah. Also das Design ist natürlich richtig, richtig süß. Es sieht so aus, als wäre man irgendwie in so einem, wie nennt man das denn? Light. So eine, kennt ihr diese Light? Wie nennt man das denn? Na, hier diese Lightboom. Mir fällt das Wort nicht ein, ne? Aber so sieht's aus. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Girls just wanna to have fun. Yes, das ist Fakt. Und ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich Make-up-Ideas gegoogelt. Und tatsächlich waren die 80er unfassbar crazy bunt. Deswegen macht diese Palette einfach so viel Sinn. Allein schon hier dieses krass Neongelbe ist so richtig crazy. Und ich werde sie dir auf jeden Fall geswatcht zeigen. Jetzt werde ich dir auf jeden Fall nur, ja, ich sag mal so, vier, fünf Farben swatchen, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie sich die Farben, ja, wie stark die Farben einfach pigmentiert sind, allein durch ein Swatch. Lightshow. Lightshow heißt das Lightshow. Wisst ihr, was auch richtig funny ist? Die Farben sind nach Songs. Die sind nach Songs benannt. Also, Chameleon ist ein Song, den kenne ich nur von SingStar. Den kannte ich vorher nicht. Dann Virgin von Madonna. Hier ist The Thriller von Michael Jackson. Sweet Dreams, Call Me. Also. Ja, hier sind auf jeden Fall, ich kenne nicht alle. Ich bin gespannt, was gleich in den 90er drinnen ist. Crazy. Okay, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte. Oh mein Gott, ich bin einfach so confused. Da mache ich einfach eine ganze Woche lang keine Videos mehr und ich habe schon keine Ahnung mehr, wovon ich rede. Okay, Konzentration. Worauf ich hinaus wollte, die Farbe und die Farbe hier. Und die beiden erinnern mich hier sehr stark an die neue Dominique Cosmetics Palette. Und zwar diese kleine rosane hier von der. Ich nehme alles wieder zurück. Es ist ein bisschen, aber nicht 100 Pro. Nein, ich würde Das gerne ist so. swatchen, dieses Neongelb einfach. Oh. Das Neongelb möchte ich swatchen. Ich möchte auch direkt das Grün darüber swatchen, oder? Das sind nicht so Farben, die kriegt man nicht immer so leicht hin. Deswegen interessiert mich die extrem. Dann hätte ich gerne auf jeden Fall hier dieses Virgin, diese weiße Farbe, die leicht nach Pigmente aussieht. Oh, was ist denn hier passiert? Und dann noch, ja, nehmen wir einfach das Blau hier dann in der Mitte. Übrigens sind die Farben, also die Fähnchen, super, super groß, was ich persönlich wirklich richtig cool finde. Und wow, dieses Blau hier sieht extrem interessant aus. Ich bin gespannt. So, dann fangen wir an mit dem Gelb. Wow, okay. Also, das ist mal ein Gelb. Jetzt kommt das Grün.
okay. Es ist mal wieder ein wunderschöner Jenny-Swatch, wie man sieht. Aber auch das Grün ist schön, schön Giftgrün, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu dem Weiß. Oh Gott. Wow. Ja, aber es ist stückig, ja. Also das sind auf jeden Fall auch lose Pigmente bei. Und jetzt das Blau-Schwarz-Chrome, was auch immer das ist. Lila. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir legen die jetzt erstmal beiseite, die Palette, und gucken uns jetzt die 90er-Palette an. Und das Design ist so voll Jenny-like. Das erinnert mich richtig, richtig crazy. Auch wieder an eine Sendung, die ich damals geguckt habe. Ich glaube, das war Larissa. Kennt ihr die noch? Das war eine richtig coole Sendung. Und hier, ja, dann gucken wir mal rein. So, was steht denn hier? If you wanna be my lover, you gotta get with my look. Ja, ist das nicht von Spice Girls? If you wanna be my lover. Das sind die 90er, liebe Leute. Und es fängt schon an mit Supermodel. I don't know. Be my lover, Jiggy wannabe. No scrubs. Say my name, say my name. Heartbreaker. Can't touch this. Du. Hit Me Baby, Britney Spears ist auf jeden Fall auch hierbei. Genius, I'm Blue, da-ri-di-da, but die or creep. Too sexy for my love. Show Me Love und La Vida Loca. Okay, ich glaube, ich kenne fast alle Lieder hiervon. Supermodel sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Aber sonst ist das hier eine gute Palette und ich finde das so funny, dass die einfach. Ja, Beat in diese Palette reinbringen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut die Idee. Und auch hier swatchen wir wieder nur vier Farben im Video. Was interessiert mich? Also ich bin so voll der Grüntyp hier. Ich würde jetzt wieder die grünen Farben swatchen. Ich swatche mal dieses Genius. Denn auch hier kann ich mir vorstellen, dass die Farbe mal wieder, ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Farbe richtig gut performt. Deswegen interessiert mich die gerade extrem. Ich nehme auch das I'm Blue da drunter. Oh Gott, Leute, das ist die schönste Farbe, die ich jemals gesehen habe. Wow. Wow. Okay, dann gehen wir jetzt in. Komm, nehmen wir Too Sexy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Too sexy, yeah! Ja, zum Affen machen, das kann ich. Okay. Und die Farbe, das Can't Touch This. Can't Touch This. Can't Touch This. Oh Gott, ich. Ich freue mich schon nicht auf das Bearbeiten des Videos. So, das sind die Farben. Super crazy. Und ich war so dumm und habe einfach, ja, was mache ich denn jetzt? So, dann fangen wir wieder mit Genius an. Und das ist der Swatch. Der ist nicht schlecht, ja? Der ist nicht schlecht. Der ist sehr pigmentiert. Gar nicht mal so schlecht für eine Pastellfarbe. Jetzt kommen wir zu der schönsten Farbe der Welt. Wow, das ist wirklich schön. Ich würde sagen, die Farben leiden ein klein wenig an Fallout. So. Und dann jetzt noch die Farbe hier. So, sieht man die? Oh nein, ich bin übereinander gegangen. Aber ja, auch die Farbe ist sehr, sehr gut. Bin ich trotzdem froh mit meiner Auswahl. Und wir werden jetzt sofort zwei Looks schminken. Auf der einen Seite machen wir 80er, auf der anderen Seite die 90er. Und ihr werdet sehen, die 90er, auch egal wie sehr ich diese Palette feiere und wie schön die doch eigentlich ist, sind die 90er super langweilig. Also alles, was ich gegoogelt habe, war so, nee. Also
Ihr seht, diese erste Reihe hier, die ist super neutral und die 90er waren tatsächlich super neutral. Und ich habe ein kleines Dilemma, weil ich überlege, soll ich mal einfach einen Look hier mitschminken, so richtig crazy oder halt einfach so was Neutrales, Alltagstechnisches. Endlich denke ich mir, die 80er werden kunterbunt sein. Das sieht man einfach auch schon an der Palette hier. Dementsprechend werde ich auf der einen Seite was richtig Abgespacedes machen und auf der anderen Seite mehr was Alltagstaugliches. Yeah! Und wir fangen an. Und wir fangen natürlich mit den 80ern an. Und ich gehe schon von Anfang an ganz, ganz crazy in die Farbe Love Shock hier. Und dann fangen wir sofort an. Ich mache was richtig, richtig Auffälliges. Dann gehe ich in Triller. Die packe ich mir auch hier so. Ich glaube, etwas zu intensivieren. Okay, ich gehe nochmal in Love Shock und platziere mir das doch hier etwas mehr auf dem Knochen. So. Ich gehe in Super Fake. Nein, Super Freak. Es ist so ein etwas orangiger Ton. Den packe ich mir hier so hin. Und du siehst, ich arbeite super unordentlich. Jetzt nehme ich einen etwas kleineren, flacheren Pinsel. Und den tupfe ich in Conga. Und packe mir den so was hier in die Lidfalte, wobei ich glaube, der fällt schon fast gar nicht mehr auf. Ja, fällt fast gar nicht mehr auf. Also gehe ich einen weiter tiefer und zwar in Spin Me. Das ist ein richtig dunkel lila. Ja. Und jetzt gehe ich in das Blau Wake Me Up. Ja, da gehen wir rein. Und das platziere ich genau hier vorne hin. So. Ich gehe dann mit dem Finger in Wake Me Up und platziere das mal mit dem Finger. Und ihr seht, mit dem Finger ist es deutlich intensiver als mit dem Pinsel. Jetzt gehe ich in die Farbe Sweet Dreams mit einem, ja, so einen harten, flachen Pinsel. Und die Farbe packe ich mir unter meinen Augen. Unter mein Auge und ich verschließe das, indem ich auch etwas auf mein Auge drauf packe. Also quasi wie so ein Eyeliner. Ich nehme einen kleinen Blenderpinsel und gehe nochmal in die Farbe Wake Me Up und die Farbe packe ich mir unters Auge auch wieder und verblende das. In den Innencorner packe ich jetzt die Farbe Virgin. Und der erste Look ist fertig. Wir packen gleich zum Schluss noch Wimpern drauf und dann wirst du sehen, wie der Look wirken wird. Und somit haben wir die 80er erledigt und kommen wir doch jetzt sofort zu den 90ern. Bei den 90ern werde ich auf jeden Fall etwas ja, alltagstauglichere Schminken. Da hat man eher mehr mit dem Eyeliner gespielt und halt einfach das Auge vergrößert, indem man eigentlich nur die Lidfalte ausgepinselt hat. Und wir werden heute nichts anderes tun. Ich fange also erstmal an mit einer recht hellen Farbe. Also fangen wir mal mit Jiggy an. Denn die können wir noch recht großzügig hier am Auge platzieren. Platzieren wir immer nur ab der Lidfalte und dann auf dem Knochen, also nicht auf dem beweglichen Lid. Nun gehe ich in Wannabe rein. If you wanna be my lover.
Und auch hier platziere ich es wieder einfach nur an der Lidfalte und pinsel dann quasi dabei nach oben. Also ihr merkt, das geht super, super schnell. Jetzt nehme ich so einen flacheren Pinsel und gehe in No Scrubs. Und da packe ich die Farbe lediglich, ich tupfe die sogar nur in die Lidfalte. So. Und wenn ich die fertig getupft habe, kann ich die so zur Seite verblenden. Aber nicht nach oben. Also wirklich nur die Lidfalte. Jetzt kann ich den Rest von Wannabe unter mein Auge packen. Auch hier bin ich mir nicht so fein, was in den Innencorner zu packen. Also gehe ich ins Supermodel. Natürlich. Und packe mir das mal in den Innencorner. Mal gucken, wie das aussieht. Crazy, was für ein Unterschied, oder? Gut, ich setze mal eben noch schnell einen Eyeliner auf. So, das sind die beiden Looks. Auf der einen Seite haben wir hier die 80er-Palette und auf der anderen die 90er-Palette. Und ich hoffe sehr, dass euch beide Looks gefallen. Mir gefallen beide sehr gut. Ich habe natürlich auch richtig pompöse Wimpern jetzt genommen. Ich finde, diese Paletten haben super viel Spaß gemacht. Allein schon bei der Namensforschung hatte ich extrem viel Spaß und ihr habt vielleicht jetzt Gehörschäden. Aber no problem. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und ein Teil meiner süßen kleinen Community zu werden. War das jetzt eine Kartoffel? So meine ich natürlich ein super, super süßes Herzchen. Hinterlass doch gerne in den Kommentaren, für welche Palette du dich von den dreien entschieden hättest und warum. Das würde mich super krass interessieren. Und ja, ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, dass ich einen Look für dich schminke oder einfach andere Sachen vorstelle. Dementsprechend wünsche ich dir ganz viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao!